Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir haben beim letzten Mal Grunts Loyalität errungen, indem wir seine Prüfung bestanden haben. Die Prüfung für ihn, wie auch immer. Und ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Im Tagebuch ist eine neue Quest, nämlich die von Garrus. Das bedeutet, wir können jetzt auch quasi Garrus Loyalitätsmission annehmen. Gut, auf die warte ich ja quasi schon die ganze Zeit. Deswegen bin ich jetzt gerade echt ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht erst lieber zurückgehe. Weil ich weiß, dass ich ein bisschen Zeit brauchen werde. Ich glaube, das mache ich. Ich gehe jetzt. Ich lasse Morden erstmal sein und gehe jetzt erst zurück zu Garrus. Doch vorher noch kurz die Punkte aufteilen. Energieentzug sollte ich nämlich vielleicht ein bisschen stärken. Das könnte noch ziemlich nützlich werden. Wie Grunt und. Ihr habt keine Punkte? Naja. Jedenfalls ist bei Grunt jetzt die Verstärkung auch freigeschaltet. Jetzt auch als Belohnung. Ach, da müsst ihr wieder. Wie ist Nummer. Words oder so ähnlich. Ich habe echt den Namen des Warren vergessen. Egal. Ja, ich gehe jetzt erstmal zurück zu Normandy. Ich wollte eigentlich jetzt erst Morden machen, aber da ich immer noch hoffe, dass ich es diesmal nicht verkacke, eine Beziehung mit... Ich habe die Hoffnung, dass ich es diesmal nicht verkacke, eine Beziehung mit Garrus anzufangen, so wie im ersten Teil. Deswegen... zur Normandy, genau. Deswegen mache ich jetzt erstmal Garrus Loyalitätsmission, weil ich glaube, das geht erst danach. Und da ich dann immer noch ein bisschen Zeit brauchen werde, möchte ich das so früh wie möglich machen. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um Garrus. Ich kann mich noch an ein paar Loyalitätsmissionen erinnern. Ich erinnere mich noch an die von Samara. Ich erinnere mich noch sehr bruchstückhaft an die von Jacob und ich erinnere mich noch an das Ende von Mordens Quest, glaube ich, aber das war es dann auch wieder. Keine Ahnung, was es bei Garrus gab. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Gleich, vorher möchte ich noch kurz forschen. Schrotflintenschaden. Wir benutzen zwar nicht viele Schrotflinten, aber extra Munition, wenn wir schon dabei sind. Aber die, die wir benutzen, könnten auch dann noch ganz gut sein. Hier kann ich erstmal nichts machen. Kann ich die Panzerung noch? Nö. Ich kann eine neue Waffe freischalten und die... Ich glaube, das gehört auch zu den Waffen, die ich einfach nie benutzt habe, weil ich sie gar nicht mal so gut fand. Aber das Ding soll wohl ziemlich Wumms haben. So, wir haben... Ich denke, Sie sollten sich mal mit Garrus unterhalten. Ja, ich weiß. Lebe noch! Detective Anaya. Kenne ich die? Keine Ahnung. Danke für Miss Samara. Achso, das war die. Ah, okay. Okay. Sagst du noch was Spezifisches zu Garrus sonst? Vaynes spirituelle Seite überrascht mich. Sein Psychoprofil hat das kaum erwähnt. Und er strahlt ja auch dieses kalte Selbstbewusstsein aus. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn furchterregend oder sexy finde. Vielleicht beides. Egal. Das, gibt es etwas, das ich wissen sollte? Garrus hat eine Nachricht erhalten und seitdem glitzern seine Augen voller Zorn. Vielleicht sollten Sie unten am Hauptgefechtsstand mal mit ihm reden. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas... Genau, haben. Das habe ich jetzt auch vor. Garrus. Welche Mission haben wir jetzt? Wir hatten die von Morden bekommen, wir haben die von Jacob bekommen, die von Miranda. Die von Garrus kriegen wir jetzt. Die von Grunt haben wir abgeschlossen. Ich hätte nicht gedacht, dass Rupert es wirklich... Es fehlen noch die von Thane und die von Samara, oder? Habe ich ihn vergessen? Nee, Tali fehlt auch noch, genau. Die haben wir ja auch schon an Bord. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Es gibt da etwas, bei dem ich vielleicht Ihre Hilfe brauche. Erinnern Sie sich an Sidonis? Den Kerl, der mein Team verraten hat? Ich habe eine Spur. Es gibt ja einen Experten auf der Citadel. Er heißt Fade. Sein Spezialgebiet ist es, Leute verschwinden zu lassen. Sidonis wurde mit ihm gesehen. Ah, ich glaube doch, ich erinnere mich an diese Mission. Wo finden wir Fade? Ich habe ein Treffen arrangiert. In einem Lagerhaus in der Nähe der Neonmärkte. Unten im Sakera-Bezirk. Danke, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Zeit opfern, mir zu helfen. Tja, ich mag dich halt, Garrus. Auch wenn du in diesem Spiel einfach ziemlich nutzlos bist. Das ist halt echt schade, seine Fähigkeiten bringen meiner Ansicht nach einfach zu wenig. Da ist mein Ersatz, Thane. Kann man eigentlich mit dem eine Beziehung anfangen? Hätte ich auch mal versuchen können.
Wobei ich ganz theoretisch sogar noch versuchen. Eigentlich könnte man das auch versuchen. Gut. Dann müssen wir zurück zur Citadel. Die ist im Serpentnebel. Trifft sich ganz gut. Ich habe, ich glaube, vor zwei Parts noch gesagt, ich wollte hier sowieso mal wieder hin. Mich ein bisschen umsehen. Hier gibt es auch noch ein oder zwei Märkte, wo ich dann noch was kaufen kann. Das könnte ich mir eigentlich... Ja, springen wir das mal. Da könnte ich mir eigentlich auch mal nachgucken, ob ich vielleicht jetzt das Geld habe. Wobei, ich könnte eigentlich auch mal in meiner Panzerung gucken, ob ich da vielleicht mal wieder was Neues einsetzen sollte. Naja, die darf jetzt auch wieder zu spät. Genau, Grant ist loyal, damit können wir jetzt sein Outfit wechseln, das sieht dann so aus. Ich weiß nicht, mir gefällt das Silber irgendwie besser. Wir nehmen Garrus mit, den muss ich jetzt nicht zwangsweise mitnehmen, aber trotzdem. Und Thane. Ah ja, dich habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr dabei gehabt. Dann leveln wir doch mal deinen Status ein bisschen auf. Abtrünniger, mehr auf Kräfte und Waffenschaden. Ja, nehmen wir auch den Abtrünnigen, der ist besser. Und Thane hat soweit nichts. Garrus, was ist deine Bewaffnung? Die Vindicator und das Viper? Ja, Viper ist richtig. Ja, dann können wir das verlassen. Ich habe in den Verbrechensberichten von C-Sicherheit Hinweise auf einen Fälscher namens Fate gefunden, Shepard. Das wäre vielleicht ein guter Anfang für die Suche. Wäre es, das ist mir aber gerade egal. Die Citadel hätte die strengsten Sicherheitsvorkehrungen der gesamten Galaxie. So, wo musste ich jetzt hin, um den Laden zu finden, der noch was hat, was ich kaufen kann? Das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Nope, du. Oh Gott, stopp. Da habe ich was gesehen. Modell Sovereign. Die Fische lasse ich erstmal und den Hamster auch. Ich klappe noch mal kurz die Läden ab, bevor ich mich auf die Suche nach dem Typen mache. Nach Fate. Einem neuen Bericht zufolge hat das Allianzmilitär derzeit Schwierigkeiten, die eigenen Anwerbungsquoten zu erfüllen. Hier ist noch ein Laden. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Das habe ich von jedem Geschäft auf der Citadel gesagt. Konnte. Nö, hier ist sonst nichts aus wie. Okay. Es lässt sich auf einem Universalwerkzeug installieren. Aha, also auch quasi Gaming für unterwegs. Ich finde das witzig, diese Universalwerkzeuge. Ja, gut, Werkzeuge auch, aber sind im anderen, in gewisser Weise sind sie ja auch nichts anderes als ein Smartphone scheinbar. Laufen. Müsste es hier nicht eigentlich auch noch irgendwo... Ich glaube, ich kann noch mit irgendwelchen Leuten reden, dass es eigentlich eine Sidequest gibt. War ich jetzt hier gerade schon? Nee, ne? Nee, Kaffee, aber da gibt es nichts mehr. Vielleicht kann ich mit euch reden. Nö. Kann mit euch reden. Nö. Bin mir sicher, dass es hier noch irgendwo eine Sidequest gibt. Gibt es die echt erst so viel später? Ich hätte gedacht, die müsste mittlerweile mal da sein. Nee, hier auch nicht. Ich bin Commander Shepard. Ja, ja, das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Niedrige Kapazität, das ist nützlich, das nehmen wir mit. Was denkst du, Michael? Vielleicht den Immunverstärker? Das soll gegen Alien-Bakterien helfen. Und... Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblings... Tech-Schaden auf jeden Fall. Und Schadensschutz, ja, sollte man auch mitnehmen. Sehr gut. Ich glaube, das war jetzt aber alles. Damit habe ich alles gekauft, was ich kaufen kann. Wo war denn das Transportteil da vorne? So, wir müssen... ich habe es vergessen. Wohin mussten wir?
Moment, wo musste ich hin? Ich gucke nochmal kurz nach. Garrus, Fate finden. Neonmärkte im Sakera-Bezirk. Da sind wir doch jetzt scheinbar. Sakera, ja. Wo sind die Neonmärkte? Toll. Und da ist das Café. Ja gut, das ist an den Docks. Ich gehe nochmal zu den Docks. So, vielleicht hier irgendwo. Mensch, Garrus, wo muss ich denn hin? Garrus, ich brauche einen Hinweis. Steht da genauer bei, wo ich hin muss? Nee, ne? Weil ich war jetzt ja ungefähr überall und mir ist niemand aufgefallen, mit dem ich reden könnte. Vielleicht hier? Nee, gar nicht wahr. Ja, das läuft gut. Wunderbar. Ich habe nicht den geringsten Schimmer, wo ich hin muss. Wie ich sowas liebe. Oder kann ich hier nur irgendwo anders und habe noch nicht gesehen, wo? Nee. Das ist der Foundation. Toll. Starkstar. Toll. Ein Lagerhaus. Doch, wobei, warte, ein Lagerhaus war doch auf der Karte eingezeichnet. Oder? Da hinten Lagerhaus, genau. Da lang. Ja. Wenn ich das dritte Mal über die gesamte Zitadelle laufe, werde ich den Weg schon finden. So, jetzt irgendwo hier hinten, nicht wahr? Nee, scheinbar nicht. Dann, ach, da lag aus. Irgendwo hier muss es sein. Ja. Fate? Sie sehen ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also, wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah, diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Verdammt, schnell! Erschießt sie! Erschießt sie! Ihr begriffsstutzigen Riesen! Nope. So langsam. Wozu mache ich mir überhaupt die Mühe? Wir suchen jemanden, einen Klienten von Ihnen. Nicht von mir. Ich bin nicht Fade. Ich arbeite nur für ihn. Irgendwie. Ich wusste es. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blue Suns. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Ich erinnere mich an Harkin, ja. Wie zum Teufel ist aus Harkin Fate geworden? Also. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Und er benutzt sein Wissen über den Laden und seine Systeme, um die Leute verschwinden zu lassen. Dann ist er selbst verschwunden. Und Fate wurde geboren. Sozusagen.
Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Nun, dann werden wir Harkin mal einen Besuch abstatten. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... also gehen? Sicher. Aber wenn wir Harkin nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh. Gut. Alles klar. Ja, Abtrünniger. Ja. Ich hätte es auch lassen können, aber ich hätte wahrscheinlich so oder so kämpfen müssen, deswegen ging es so schneller. Wie sieht es eigentlich momentan aus mit den Punkten? Oh ja, damit kann ich leben. Auf zum Industriegebiet. Die Citadel ist schon irgendwie komisch gebaut. Ja, Garrus und Thane schon wie gehabt. Waffen sind bereits bereit. Mir fällt gerade auf, ich habe quasi drei Sniper dabei. Wir finden sie schon. Perfekter Schuss. Geh in Frieden. Ihr beide könnt die gerade mal umlegen. Ich mache in der Zeit meine Sachen fertig. So, ich habe jetzt meine Waffen vorbereitet. Jetzt können wir weiter. Wer schmeißt Geld in den Abfalleimer? Einer weniger, um den wir uns. Ah, drauf geschissen. Das ist ganz gut, wenn ich die Fähigkeit von Thane auch noch auf dem Schnellzugriff habe. Senkt. Knacken wir noch schnell Landsafe hier. Da liegt Munition, die kann ich gebrauchen. Ich hab dich schon gesehen. Ah, ich auch. Nur leider zu spät. Mach ihn platt. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Das sollte ich vielleicht nicht machen, während ich unter Beschuss stehe, aber das machen die hinter mir schon. Was mache ich eigentlich gerade? Löte ich irgendwas aus den Platinen raus? Wenn ich die Platinen umgehe, was mache ich bitte damit?
dahin. Der kommt dahin, der kommt dahin, der kommt dahin. So, wieder mal alle platt und ein bisschen Munition zurücklassen. Laptop. Ich wollte nicht den Laptop, da ist vorher noch was gewesen. Ah, da hinten. Iridium. Was jetzt? Scheiße, jetzt habe ich es verkackt, den Laptop zu hacken. Ja gut, wäre eh nur Geld gewesen. Ich glaube, Geld habe ich momentan noch genug, das geht schon. Geldmangel hat man eigentlich sowieso nie wirklich in dem Spiel. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich kann gerade irgendwie nicht mehr zielen. Na also. Aufpassen! Eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall auch Fähigkeiten, die Schilde besser zerstören können. Neben meiner Munition. Warp und Feuer. Und jetzt kommt wieder Garrus dran. Lief doch eigentlich ganz gut. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Strategie gegen schwere Mechs mit der mit den Fähigkeiten so. Damit kann ich arbeiten. Schon wieder Platinen. Löten wir uns Geld aus den Platinen. Ich weiß zwar nicht ganz, wie wir das machen, aber wen interessiert's? Alles klar. Ich denke aber, vor dieser Tür können wir erstmal Feierabend machen und wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder, wenn wir diese Mission abschließen sollten. So lange kann das ja nicht dauern. Bis dahin. Ciao.